Hallo, mein Name ist Sabine Carola Palke. Ich bin Autorin und Geschichtenerzählerin. Und heute möchte ich euch einen Brief vorlesen. Ja, genau, einen Brief, den Tinker geschrieben hat an eine alte Liebe, den Thomas. Und dieser Ausschnitt ist aus meinem erotischen Roman Tinkers Liebhaber mit Bindestrich in der Mitte. Hi Thomas. Nun, ich weiß eigentlich nicht so recht, was ich dir jetzt schreiben soll. Wir haben uns nun viele Jahre nicht gesehen und meine letzten Annäherungsversuche hast du, wie du ja selbst bemerkt hast, ziemlich barsch von dir gewesen. Okay, ich weiß nun warum, aber du hast mir geschrieben, dass du mich sehen willst. Und ich habe mich nicht bei dir gemeldet. Und das hatte seine Gründe. Ich habe mich verändert, Thomas. Und ich habe gerade auch sehr viel gelernt von einer neuen Freundin. Du bist in einer Sinnkrise. Und ich bin mir nicht sicher, ob du dich wirklich mit mir treffen möchtest. Vielleicht suchst du nur irgendetwas und ich bin dir dabei eingefallen. Hast du nicht gesagt, ich hätte dich einst eingeengt? Zumindest hast du es so gesehen, obwohl es gar nicht so war. Darum bist du doch auch wortlos verschwunden. Inwieweit bist du heute bereit, dich wirklich einzulassen? Kannst du so richtig, voll und ganz Zeit mit mir verbringen, ohne danach erneut abzuhauen? Oder kommt dann wieder das Gefühl hoch, ich würde dich einengen, nur weil ich zwischen den gemeinsamen Treffen auch mal etwas von dir hören und über Gefühle sprechen möchte? Weißt du, ich wünsche mir einfach Kontakt und Austausch. Selbst wenn man sich selten sieht. Ich möchte wissen, was im Leben des anderen geschieht. Für mich ist es einfach wichtig und auch normal, ab und an voneinander zu hören. Ich möchte wahrgenommen werden, weil das nämlich eine Form von Wertschätzung ist. Ich mag mich mit einem Mann nicht nur zum Liebemachen treffen und dazwischen verschwindet er im Nirvana. Nein, so gefällt mir das nicht. Solange du dich aber durch meine Wünsche eingeengt fühlst, macht das mit uns keinen Sinn. Und du würdest dann nur in der nächsten Sinnkrise landen. Thomas, ich hatte ein wundervolles Jahr mit traumhaften Begegnungen. Jeder dieser Männer konnte sein Herz öffnen. Und so konnten wir uns gegenseitig berühren. Ich schrieb dich an, weil ich dachte, es wäre schön, wenn ich das mit dir auch erleben könnte. Und dein Verhalten war einfach nur doof. Warum hast du mir damals nicht erklärt, was du mir jetzt erklärt hast? Nein, du musstest blöd sein und mich ganz barsch abweisen. Damit hast du mir wehgetan. Wo stehst du heute, Thomas? Wie sieht es aus mit deiner Gefühlswelt? Ich wünsche mir hier Offenheit, egal um was es geht. Sorry, hier noch einmal ganz klar und deutlich. Wenn du nur die Zeit mit mir genießen willst, um danach wieder abzuhauen, dann passt das mit uns zwei eben nicht mehr. Ich lebe und liebe mit all der Freiheit, die mir zur Verfügung steht. Und Verbundenheit ist mir dabei sehr wichtig. Und weil ich das nun kann, fällt es mir noch leichter wie damals, Mann nach der Begegnung ziehen zu lassen. Wo stehst du wirklich, Thomas? Und ich hab dich auch lieb, Tinker.